Wo ist mein Dolch hin eigentlich? Ach, den habe ich ihn ausgerüstet. Der ist nur weg. Ach so. So. Ich freue mich ja immer über das Schleichen, wenn sich das verbessert. Schön, dass es mit dem lautlos Schleichen ist. Echt super. So. Und jetzt Sprungattacke. Ah, Tirolbo. Ah, bam. Ich bin beschäftigt. Na, egal. Das sah gerade echt gut aus. Ich bin weg. Du vergisst mich. Mann, wie blöd die sind. Ah, Sprungattacke. Ach man, das sieht so geil aus. Okay. Ich höre auf. Wo gehst du hin? Wo geht die denn hin? Die geht irgendwo nach da hinten. Der Schmied ist da. Die dacht hier einmal im Kreis. Was soll denn das? Die könnte doch einfach von da hinten da runter gehen. Ah, jetzt komm schon. Komm schon. Die latschen sowieso so irgendwie komische Pfade entlang. Verstehe ich gar nicht. So, ich versuche mal hier ein bisschen so... Ja, wir müssen ja nicht die ganze Zeit schleichen. Dass die nicht eigentlich alle irgendwelche Bemerkungen machen wegen meiner dunklen Bruderschaft. Dingensens, Kapuze. Oh, niemand sieht mich. Ich verstecke mich hinter einem unglaublich unauffälligen Zaun, wo meine beiden Arme und Beine rausgucken. Jetzt läuft sie da hinten lang. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Höchst interessant. So, hoch da, hoch da, hoch da. Wieso sehen mich denn? Jetzt sehen sie mich nicht mehr. Gut. Man darf nämlich nicht gesehen werden, wenn man jemanden umbringt. Kinder, merkt euch, ihr dürft nicht gesehen werden, wenn ihr Leute umbringt. So, ja. Irgendwie hast du ja jetzt Begleitschutz geholt. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen. Ansonsten könnte ich jetzt einfach jederzeit einfach umbringen. Nee, ich mach gar nichts. Ich hab gar keinen Dolch. Ich tu nur so. Kannst weitergehen. Geh einfach weiter, es ist nichts passiert. Einfach vergessen. Ich war niemals da. Ich habe niemals meinen Dolch gezogen. So, jetzt hat die Wache uns auch schon wieder vergessen. Das ist ganz praktisch bei denen. Ist er noch da? Okay, keine Sau. Versteckt. Oh mein Gott, wir sind so versteckt. Wir sind so versteckt. Keiner ist da. Du stehst einfach nur rum. Und tust nix. Wir waren nie was. Wir haben nie was gemacht. Der Dolch war nicht unser. So. Ich habe nicht jemand gesehen. Im Namen des Jarl. Keine Bewegung. Ach Mensch. Na gut. Warte mal kurz. Ach nee. Hey. Na gut, wir haben gespeichert. Oh. Na jetzt komm. Na jetzt komm. Na gut, egal. So, warte mal. Wir haben gespeichert. Okay, wieso haben die uns denn gesehen? Die haben uns auch nicht gesehen. Egal, so. Okay, dann bei Nacht steht sie einfach nur da hinten rum. Ja, okay. Das ist sehr interessant, dass das so geregelt ist, dass sie einen trotzdem sehen, obwohl die einen nicht sehen. Ich muss mich mal irgendwie anders hinstellen, dass wir da... Wir können es ja direkt vor sie stellen, das ist ja auch kein Problem. Also müssen wir mit nachts warten, bis sie da einfach nur rumsteht in der Ecke und gar nichts macht. Gut. Natürlich sehr interessant zu wissen bei einem Mord. Dann müssen wir darauf achten, dass die Wachen gerade nicht gucken. So, nachts um 2 Uhr oder sowas, keine Ahnung. Weil die hier eine Stunde einmal im Kreis gelaufen ist. Mann, 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 Mann. Die Leute hier, das ist schon so eine Sache immer. So, warten wir 4 Stunden. Bis sie dann hier alleine rumsteht bei Mondschein und so. So. Aber ich habe nichts davon gesehen, dass hier irgendwie Dingens hinzugefügt wurde. Jetzt, da dieser dämliche Leihgelf den Krieg erklärt hat, müssen wir doppelt so hart arbeiten. Okay. Wir sind im Krieg mit Legaelf. Ist er nicht euer Ehemann? Aha. Nein, ist er nicht. Er ist der Feind und wir werden ihn vernichten. Gut, okay. Zum Kriegsdienst verpflichtet. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis alle weg sind. Normalerweise dürft ihr doch wirklich nur allein hier rumstehen. Jetzt legt euch ins Zeug.
Die Ehre der Eisenbrechermine steht auf dem Spiel. Okay, sie scheint sehr nett zu sein, auf jeden Fall. Das ist nicht die Armee, Boss. Wir sind Bergleute, keine Soldaten. Guck mal. Ich kann nicht gut schlafen. Haltet den Mund und geht wieder zurück an die Arbeit. Egal wie viel Alkohol ich in mich reinschütte. Noch Soldat sein. Verstanden? Ja, ist ja in Ordnung. Jawohl, meine Dame. So, ja, auf jeden Fall immer sehr sympathische Leute. Er verpisst sich jetzt auch gut, das ist schön. So, und ich versuche mal darauf ich bin beschäftigt. Zu achten, dass sie, keine Wachen sind. Verschwindet. Okay, so geht das nicht. Haut jetzt in die Mine ab vielleicht? Das wäre umso praktischer. Weil da keine Wachen mehr sind. Ich glaube, die rennt jetzt hier einfach nur noch ein bisschen rum. Geht die vielleicht ins Haus? Kann sein, kann aber auch nicht. Nein, das kann nicht sein. Die latscht jetzt einfach wieder durchs Dorf durch. Die sind irgendwie alle ein bisschen schlafgestört, kann es sein? Also zumindest die Hälfte von denen. So, ich laufe noch ein bisschen am Zaun rum. Stör dich nicht dran. Ich mache ein Morgentraining. Sehr spät abends. So, können wir aufs Haus rauf? Ach nee, schade. Ich bin beschäftigt. Ja, lauf einfach weiter. Ich tue nur so, als ob. So, rüber da. Können wir hier hoch? Ah, guckerle mal. Ach nee, warte mal. Komm. Yeah! Free Climber! Juhu! So, ich versuche jetzt mal zu gucken. Können wir die einfach von hier oben weggeschossen? Geht das eigentlich? Okay, von hier können wir wenigstens gut überwachen. So. Sieht mich überhaupt wer? Ja, wer denn? Wer sieht mich denn hier? Ach, die Wachen da. Hier sieht mich aber keiner mehr. Okay, sie geht da hinten in das Haus. Heißt, hinterher. Nee, sie stellt sich einfach wieder davor und macht nichts. Hallo. Geh in dein verdammtes Haus. So. Aufschließen, Novize. Ja, wenn hier keine Wachen mehr wären. Beitels Haus. Sag mal. Gehst du mal irgendwann schlafen, du Penner? Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silus. Warum sollte ich mich verstecken? Aha. Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Gut, das juckt die sowieso nicht, wenn ich hier reingehe. So. Versuchen wir mal da reinzugucken. Weil die pennt sich ja ganz alleine. Und ohne jeglichen Schutz. Wahrscheinlich auch nackt. Das machen die so in Rollenspielwelten. So. Juhu. Schloss ist offen. Und Rinder. So, okay. Ist sicher sehr unauffällig. Wir hätten ja auch einfach uns drinnen im Haus aufstellen können. Das Spiel wird gespeichert. Warte mal. Das war das. So. Ich war's nicht. Die war schon so. Ich bin da nur gekommen und da ist gerade einer weggelaufen. Hallo? Willst du mich angreifen zufällig? Nö, ich hab nichts damit zu tun. Gehst du vielleicht ins Haus und guckst nach? Da drin wurde jemand ermordet! Oh mein Gott! Nee, aber scheint dir ja nicht zu interessieren. Ja gut. Okay, das war das. Ich habe die jetzt auch nicht ausgenommen, weil die hat sowieso nichts dabei. Und was macht ihr hier? Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Ach. Hey, wollt ihr mich verarschen? Kommt ihr hier nicht raus. Wollt ihr mich verarschen? Na. Ach nee, so nicht. Ach, schade. So ein Scheiß. Okay, warte mal. Ich muss mich erstmal sortieren gerade wieder. Hey! Warte mal. So, wir haben gerade natürlich nicht unsere Rüstung an. Das ist natürlich kacke. Brunhild, Brunhilde, Adi, komm auch her. Und Kunibert. So. Und Rudolf natürlich auch. Und wir haben mal noch so. Ach, lass uns doch gerade nochmal die Starre im Kriegsachs ausrüsten. Und vielleicht auch Zorn der Ahnen. So. Schnauze. Nein. Ich
So, warte mal kurz. Im Flug! Komm, wir rüsten jetzt im Flug einen Heiltrank aus. Oh Gott. Gesundheit. Komm mal her, wir brauchen irgendeinen Heilungstrank. Wir spielen jetzt immer auf Pipifax-Stufe. Deine Heilung. Oh, nochmal zweimal. Euch nicht besiegen. Du kannst mich nicht besiegen? Oh no. Ist das alles, was ihr könnt? Und Füße weg. Und Bams. Arm ab. Nee, ich dachte schon. Ja gut, das waren die. Wollt ihr mich veräppeln? So, warte mal. Ist natürlich jetzt nicht so der Oberhammer gewesen, aber egal. Besser als nischt. Okay, interessant. 205 Gold. Oh mein Gott. Was war denn das gerade? Ein bezahlter Raufbold. Ach, Kontrakt. Guck mal da. Und was? Nordstahl. Okay. Lustig. Und du? Hast auch einen Kontakt? Nee, Gold. Oh Gott, wie viel Geld haben die denn? So, gucken wir uns jetzt mal den Kontakt an. Wer wollte uns denn da jetzt schon wieder umbringen? Bücher. Vielleicht die dunkle Bruderschaft schon wieder? Kontrakt. So. Lesen wir. Hier ist die vereinbarte Summe, die ich erwarte, dass ihr wie vereinbart vier Renner eine Lektion erteilt. Ihr braucht sie nicht umzubringen, aber falls ihr euch dafür entscheidet, habe ich damit kein Problem. Mudna. Ja, leck mich doch. Okay, ich brenne nur ein bisschen vor mich hin. Alles kein Problem. Was ist denn Mudna? Ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Ich guck mal gerade, vielleicht in Windhelm? Statt einer Seebericht. Okay, machen wir als nächstes irgendwann mal. Das war jetzt erstmal auf genug Auftragsmord. Ich glaube, wir gucken erstmal, ob wir vielleicht irgendjemanden in Windhelm auf die auf den Latz getreten haben. So. Bin ich gerade zu den Stellen von Windhelm gereist? Ich hoffe doch. Weil ich gerne nochmal kurz vorher warten möchte, bis die Nacht rum ist. Oder noch länger? Ich weiß gar nicht. Wie viele Tage sind wir denn jetzt hier schon unterwegs? Ach, warten wir ruhig noch mal einen Tag. Damit ganz tolle Dinge passieren, sagen wir es mal so. Das hat natürlich immer noch was damit zu tun, dass ich vor Ewigkeiten ins Lösungsbuch geguckt habe. Und da irgendwas drin stand, dass da die Quest noch weitergehen sollte, theoretisch. Glaube zumindest, hoffe ich doch. Probieren wir es einfach mal. Also warte ich noch mal hier vorne noch einen Tag. Ja, einfach nochmal einen Tag warten, das ist nicht schlecht. Zumindest nicht die schlechteste aller Ideen. Und dann, ja. Hoffe ich doch, dass das funktioniert. Wenn nicht, naja, gut. Dann klappt es halt nicht. Was bist denn du für einer? Mir gehört Thorsten der Grausam, ja. Ach ja. So, okay. Das ist interessant. Ich möchte nicht speichern oder laden oder sonst irgendwas. Ich möchte gerne warten. Jetzt mal gerade 24 Stunden warten. Okay, es reichen auch 22 Stunden. Es geht ja sowieso relativ schnell, sobald es mal gestartet hat. Dann tickert das ja relativ gut runter. So. Gut, okay. Das musste ich schon einige Male über mich ergehen lassen. Ich erinnere nur gerne immer mal wieder ans Häusebau-Special mit den 30 Tagen warten. Oh Gott. Und es ist trotzdem nichts passiert. Das war ja das Heißeste dran. So, 10, 9, es ist 11 Uhr, 12 Uhr, 8, okay, noch 7 Stunden jetzt, 6 Stunden, 5 Stunden. Meine Fresse, geht das schnell. So, die Zeit vergeht im Flug, wenn man sich, wenn man sich beschäftigt. Pff. Okay, wer bist du denn? Ach ja. Nichts als Pferde. Arivan, ja. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Ja. Das sah gerade voll so aus, als hätte die so ein beinfreies Kleid offen. An. Das sah irgendwie lustig aus, weil vor allem überhaupt nicht ins Thema reinpasste. Einer Pferdezüchterin. Naja, gut. Oder so. Keine Ahnung. Okay. Level 34,5, das geht doch ganz gut voran. Mann, ich sprach hier gerade vor einem Kauderwelpf. Aber gut, ist ja auch mein Channel-Motto, insofern, was soll's. Ach ja, wieder ein guter alter Alchemie-Tisch. Dass man daran Alchemie machen kann, ist auch eine Kunst. So, Spiel wird automatisch gespeichert, das freut mich. Wir sind in Windhelm. Was war das? Knackendes Holz. Guten Tag. Ach, Kloxito schon wieder. Wenn ihr etwas Zeit habt. Kloxido. Kalixto. Kalixto. Ach, keine Ahnung. Und wer bist du? Ach ja, du betest wieder über dem Podest. Meine Arbeit ist einfach.
Ah ja. Okay. Gut. Also gut. Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Keine Ahnung. Gebt Bescheid, wenn euch etwas gefällt. Guck mal. Ich will euch gerne einen Preis nachlassen. Mann, ist hier viel los. Tova. Ich bin nicht mehr ganz die Alte, seit unsere Tochter von uns genommen wurde. Ach ja. So, Niranje, was hast du denn zu verkaufen? Aber wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen? Ach, keine Ahnung. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Tja, ja. Ich würde mich gerne rumschlagen mit allen Soldaten, aber ich darf leider nicht. So, die ist so ein bisschen allround, habe ich so den Eindruck. Ja, guck mal, Zaubertränke bis zum Abwinken. Essen auch ganz gut. Okay, Zauberbücher jetzt nicht so. Okay, das ist so eine Allzweck-Sachen. Ziegenhorn, das kann man noch gebrauchen für Häuserbau, genauso wie Stroh. Papierrollen, glaube ich nicht. Mächtiger Seelenstein, ach ja. Glas kann man auch genauso dafür verwenden. Blaues Mädchenkleid? Ach, wenn man irgendwas adoptieren will. Irgendetwas. Blutverfluchter Elfenpfeil, oh Gott. Ebenerzpfeile gibt's auch ordentlich. Sonnengeweihter Elfenpfeil, oh. Schön, schön, starrem Dolch. Ich dachte, wir hätten zwei von den Dingern. Ich glaube, ich habe darauf keinen Favoriten gesetzt, egal. So. Drachenschuppenpanzer. Sehr gut zu verkaufen. Ansonsten. Ja, gut. Jetzt ist nicht so der Überkram. Wir könnten jetzt hier nochmal die ganzen Essenzen und so verkaufen. Essenz der Stärke zum Beispiel. Wer braucht denn so einen Scheiß? Die hat so wenig Geld. Komm, machen wir einfach mal. Aber bringen tut es nicht sonderlich viel. Ich sehe Tarnung. Gut, könnte man gebrauchen. Machen wir aber jetzt alles weg. Ich sehe das Heilers. Ach, kann auch weg. Elixier des Kriegers, komm. So. Zauber auf der Dauertrank. Zauber auf der Dauertrank. Unsichtbarkeit, genau. Okay, und jetzt hast du auch schon kein Geld mehr für den ganzen Scheiß hier. Okay. So. Danke, so. Oh. Habe ich gerade den ganzen Kram hier durch die Gegend getreten? Na gut. Okay. Waren wir jetzt schon 3 Tage wieder weg? Ich hoffe doch. Ansonsten ist natürlich blöd. Ich guck mal gerade in unsere Speicherpunkte drin. Laden, was war denn da so? Hallo? Okay. 129. Stufe 34, okay, in Windhelm. Hier, in Windhelm. War das letzte Mal? 64, 20, 4. 5.26, 2013. Oh ja. Guck mal, solche Zeiten nehme ich auf. Okay, und jetzt haben wir 4. Abendstern. Midas 4E 201. Keine Ahnung, was das heißt. 20. 20. Heißt es jetzt, wir haben den 20. Abendstern oder was ist das? Hm. Nee, kann überhaupt nicht stimmen, deswegen werden die Zeiten hier gar nicht hinkommen. Tja. Nee, kommt überhaupt alles gar nicht hin. Egal. So, ich geh mal raus, bevor ich hier irgendwas aus Versehen lade noch. Tja, gut. Soll ich nochmal in einem Tag später wiederkommen? Dann warten wir nochmal eben einen Tag draußen. Ich weiß nämlich auch nicht, ob das jetzt volle 3 Tage waren. Bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nämlich nicht. Auch mit dem Reisen und so kommt das vielleicht noch nicht so ganz hin. So, dann warten wir eben nochmal ein bisschen draußen. Und dann hoffe ich doch, geht diese Quest nochmal weiter. Noch ein Stück. Mal wieder zwischendurch gemacht, was Anstrengendes. Also was Anständiges. Ach man, diese Gargoyle sehen so scheiße aus. Ja. Hat auf jeden Fall was, hat auf jeden Fall was.